Ja, ich habe einen Text dabei, den ich geschrieben habe, weil ich gerne einen Konflikt thematisieren möchte, der ja weitestgehend unbeachtet ist, obwohl er schon seit Jahrhunderten schwelt im Untergrund. Und ich möchte gerne darüber reden. Was ich meine, ist der Konflikt zwischen Mensch und Schwan. Es waren drei zentrale Ereignisse, die den Konflikt zwischen Schwan und Mensch endgültig eskalieren ließen. 2006. In der nordrhein-westfälischen Stadt Münster verliebt sich ein Trauerschwan in ein Tretboot. In einem Medienrummel, der die Hochzeit von William und Kate aussehen lässt wie ein Lokalzeitungsbericht über das örtliche Feuerwehrfest, ergötzt sich die Bundesrepublik an dem Leid des tragischen Paars. Einige finden es süß, andere sehen sich in ihrer Vermutung bestätigt, dass Tiere irgendwie doch ganz schön dumm sind. Diverse Klatschblätter lassen es sich nicht nehmen, die Liebesgeschichte bis auf die Eingeweide auszuschlachten. Die Bunte titelt Tretboot und Schwan. Ist das in Neuer die Schwanromanze von Münster? Jetzt spricht seine Mutter. 2 Jahre später ereignet sich dann der nächste Skandal. In einem Stadtteil von München verprügelt der junge Sebastian Preuß, der später einmal als Bachelor in der Reality-Show Der Bachelor Deutschlands geballte Antipathie auf sich ziehen wird, jemanden mit einem Schwan. Der Vorfall sorgt in der Bevölkerung für Entsetzen, mehrheitlich aber Bewunderung für den virtuosen Umgang mit einer solch unhandlichen Waffe. Nach einigen Jahren Stillstand dann das endgültige Zerwürfnis 2018. Im Internet kursiert ein Video, in dem der bekannte Gangster-Rapper Jizzes einem Schwan während einer Tretbootfahrt eine ordentliche Schelle verpasst. Die Schwäne sprechen von Hohn, die Menschen sagen, das ist Hip-Hop. Die Vorwürfe mehrerer Frauen, die Jizzes körperlich angegriffen haben soll, wurden übrigens mit deutlich weniger Aufmerksamkeit bedacht. Man könnte meinen, das sei ein Kampf zwischen David und Goliath. Auf der einen Seite die zivilisierte Menschheit mit den unverpackt Läden und Sandwich-Toastern, auf der anderen Seite die Schwäne. Die haben noch nicht mal Hände. Doch Robbenschlachten und die Zustände bei Sea Life sowie die beliebte Serie Unser Charlie scheinen die Weltbevölkerung in einem bestimmten Maß für Tierwohl sensibilisiert zu haben. Das spielt den Schwänen in die Karten. Dazu kommt, dass ihre Population sich nie etwas Bedeutendes hat zu Schulden kommen lassen, ihr historisches Strafregister ist lupenrein, während der menschenimmanente Größenwahn keinen Tag vergehen lässt, ohne dass diese Horde von Volltrotteln irgendwas in die Luft jagen muss. Die Menschen haben gegenüber den Schwänen außerdem einen entscheidenden Nachteil. Sie können zum Teil echt scheiße aussehen. Seit Jahrhunderten wird um Kunst und Kultur versucht, der Ästhetik der Tiere heimlich nachzueifern, bisher ohne Erfolg. Diese unförmigen Fleischklumpen stachsen immer noch durch die Welt und glauben, meinen Bauchnabel zu haben, sei das Nonplusultra. Bei den gefiederten Feinden überwiegen erstmal die positiven Assoziationen. Wunderschöner Schwan, Schwanenhals, mein lieber Schwan. Doch Obacht, die Schwäne ihrerseits handelten sich nicht ohne Grund ihren garstigen Ruf ein. Im Widerspruch zu ihrer unschuldigen und edlen Entscheidung berichten Menschenrechtsorganisationen in regelmäßigen Abständen von gezieltem Schnappen, Aufplustern und Verfolgung über eine Distanz von 3 Metern. Die Situation an Weinen und Tümpeln ist seither angespannt. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Hätten die Schwäne nicht in Enten und Gänsen ihre Verbündeten gefunden, wäre der Kampf bereits entschieden. Die stärkeren Bündnispartnerinnen sind hierbei die Gänse, die nicht mal versuchen, ihr hässliches Wesen unter einer ansehnlichen Fassade zu verstecken. Die haben wiederum ihre eigenen Motive, sich gegen die Menschheit aufzulehnen. Und ganz im Ernst, wenn mir jemand bei lebendigem Leib ein Rohr in den Schlund rammen und mich mästen würde, nur um im Anschluss meine fette Leber zu essen, dann wäre ich auch angepisst. Enten sind eigentlich nur dabei, weil sie auch mal wissen wollen, wie es sich anfühlt, respektiert zu werden, um im optimalen Fall noch ein sandiges Stück Brot abzustauben, um jegliche Anerkennung direkt wieder zu verlieren. Was in den folgenden Wochen in den Stadtparks passiert, ist nicht weniger als besorgniserregend. Rentner werden von Schwänen über die Wiese gejagt, Enkel filmen hilflos mit dem Handy. Einige Meter weiter, sicher als späte Rache an Sebastian Preuß, verprügelt ein Schwan einen anderen Schwan mit einem Menschen. Die Lage ist chaotisch. Es wird gerupft, gekniffen, gepackt und das Ordnungsamt gerufen. Enten ersticken an Brot, Menschen ersticken an Enten. Oberkörperfreie Männer schmettern Volleybälle auf die herannahenden Tiere und rufen, geiler Move, Champ. Das ist eine Provokation selbst für ganz normale Leute. ParkbesucherInnen bevölkern in Massen die Grünflächen und verteilen ihren Müll wie Landminen. Einweggrills, Plastikflaschen, die Werteunion, Verpackungen übersäen den Rasen. Ein Bild von einem Schwan, dessen Kopf hoffnungslos tief in einer Ravioli-Dose steckt, geht viral. Aber auch die Macht des Internets kann nichts ausrichten gegen einen geilen Grillabend ohne Reue. Neutrale Parteien bemühen sich um Schlichtung, aber vergeblich. Zu tief sind die Wunden dieser erbarmungslosen Fehde. Wann wird diese sinnlose Gewalt ein Ende finden? Was wollen wir denn anderes als in Frieden nebeneinander leben? Ich träume von einer anderen Welt. Ein Sommertag im Park, 2 Schwäne schnäbeln friedlich und gleiten über den ruhigen Teich. Junge Menschen tragen Blumenketten und hören richtig gute Musik aus der Boombox. Eine unerreichbare Utopie?
So ungleich wir auch aussehen mögen und so stolz wir auch sind, eines ist unseren Spezies gemein, der unterdrückte Wunsch nach Versöhnung und die Hoffnung, dass wir eines Tages wieder gemeinsam gehen können. Hand in Flügel, Flügel in Hand. Vielen Dank. Wenn Sie Gefallen gefunden haben an dem, was Sie gerade gesehen und gehört haben, dann drücken Sie doch bitte auf die Glocke. Sie ist hier irgendwo links unten. Dann können Sie unseren Kanal abonnieren und in Zukunft keine Inhalte verpassen. Uns würde es enorm helfen. Und Sie kostet es wirklich nichts. Nur einen kleinen Knopfdruck.